my friends, they want to stay in the Germany, and just they have a lot of concern about the process, as about the process that they will be accepted. Some of this, actually, some of my friends, they got a, like, they told them that you are not accepted as a refugee. Just in 1 month, you should leave the Germany. They have really concern, because we don't have any situation in Afghanistan. We are really in a bad situation, and we can, they couldn't go back to the Afghanistan. So just they want to stay here, and they want to work, and they want to study. Actually, they are not treated. Those kind, these people, they escape from fight, they come here, they are not treated for the German peoples. Because if they want to fight, there is a lot of fight in Afghanistan, in different countries. That's why they leave fight, and they come to the peace. So just I hope that in the future they be very getting better and language and working and just this one. Yes, you have mentioned. And, aber ja, so durch diesen Projekt wir lernen die Menschen hinter der Begriff und die Zahlen zu sein. Da, ich finde das sehr wichtig. Aber am Anfang war nichts einfach. Zum Beispiel mein Nachbarn hat mich am Anfang nie begrüßt. Ich weiß nicht, aber obwohl ich immer Hallo gesagt habe, aber trotzdem immer einfach vorbeigelaufen. Und aber was war nur am Anfang? Ich ziehe meine Faszination fürs Wohnzimmer daher, dass ich schon oft Menschen getroffen habe aus unterschiedlichen Ländern und immer so viele interessante Erfahrungen dabei hatte. Ich habe mehr gelernt über die Welt, mehr gelernt darüber, wie Menschen leben und was sie für Geschichten haben. Und ich stelle mir vor, dass im Wohnzimmer so ein Ort sein kann, der noch viel mehr Menschen diesen Zugang ermöglicht. Und wir einfach unseren Horizont gemeinsam erweitern, jeder für sich und alle zusammen. Weil die Flüchtlinge und ich auch sagen immer, das ist nicht unsere Fehler, was ist passiert in Syrien. Und das ist nicht unser Fehler zu hier kommen, weil Deutschland hat die Grenzen zu uns aufgemacht. Und das ist ein großer, großer Lieb von Deutschland. Ja, auf jeden Fall. Das ist definitiv was ganz Wichtiges und was uns auch als Initiative von Welcome In sehr am Herzen liegt, dass wir keinen religiösen Standpunkt haben und dass wir uns davon auch distanzieren und auch ganz klar nicht politisch motiviert sind. Also wie gesagt, weder religiös noch politisch. Und was natürlich auch am wichtigsten ist, dass dieser Raum ohne Diskriminierung ist. Das heißt, jeder, der da hinkommt, ist willkommen und das ist völlig unabhängig von seiner Hautfarbe, Religion oder sexuellen Orientierung. Definitiv. Herzlich willkommen in Wohnzimmer.